Noch ist hier am roten Teppich vor der Bad Hersfelder Stiftsruine nicht viel von den Promis zu sehen. Aber in Kürze wird das Blitzlichtgewitter rund um den Auftakt der 72. Bad Hersfelder Festspiele beginnen. Wer allerdings jetzt schon hier ist, das sind die Bad Hersfelder Fans, die sich auf die kommende Spielzeit freuen. Und die werden wir jetzt mal fragen, was sie sich von den nächsten Wochen erwarten und erhoffen. Große Spannung rund um Hessens wohl schönste Theaterbühne. In wenigen Stunden geht sie los. Hersfelds aufregendste Zeit im Jahr. Überhaupt für Bad Hersfeld ist es ein Highlight für alle Bürger. Und dann ist in dem Städtchen tatsächlich was los auch, ja. Was erwarten Sie denn von der kommenden Spielzeit? Ich erwarte eigentlich sehr viel. Das Programm ist sehr ausgewogen, sehr schön. Wir haben einen hervorragenden Intendanten und ich glaube schon, dass das eine gute Spielzeit wird. Die Festspiele gibt es schon so lange und das gehört einfach zu Bad Hersfeld dazu wie das Lulusfest. Das ist einfach so. Also ich erwarte ein tolles Stück und es wird für alle ein spannendes Stück und ein sehr, sehr schönes Stück. Beim Festakt begrüßt Intendant Jörn Hinkel zahlreiche prominente Gäste wie auch Bürger. Auch in der Ruine ist deutlich zu spüren, die neue Spielzeit wurde bereits sehnsüchtig erwartet. Und in diesem Jahr wird es persönlich. Familie, ob selbst gewählt oder angeboren, steht laut dem kreativen Kopf des Theaterfestivals im Zentrum der Stücke. Ein Bild, das sich überträgt. Magischen Ort in der Stiftsruine. Und ich will das Bild von Herrn Hinkel der Familie aufgreifen. Sind wir nicht alle ein bisschen die Hersfelder Festspielfamilie? Und zwar die, die sich freiwillig zueinander bekennt und zusammenhält. Ja, nach dem Festakt ist es jetzt endlich soweit. Jetzt startet der rote Teppich. Jetzt sind nicht mehr nur die Hersfelder da, sondern auch die Objekte der Begierde, auf die hier alles wartet. Hinter mir geht's schon los mit den ersten Gruppenfotos und wir schauen mal, wer so auf dem roten Teppich ist. Auch hier kommt die Festspielfamilie wieder zusammen. Alte Ruinenhasen treffen auf den Bühnennachwuchs. Neben Mitgliedern des aktuellen Ensembles sind auch Darsteller vergangener Spielzeiten unter den Gästen. Und die fühlen sich wie zu Hause. Bad Hersfeld ist wie eine kleine Familie für mich. Es war hervorragend. Jörn ist da vorne, ich habe Jörn lange nicht gesehen. Da gehe ich jetzt auch gleich hin und ich fühle mich halt zu Hause ein bisschen hier. Ich bin ein ganz schlechter Familienmensch in diesem Stück. Nein, das ist großartig. Es ist ja das dritte Mal und ich bin jetzt schon ein bisschen wehmütig, weil ich befürchte, es wird das letzte Mal sein. Deswegen nutzt die Chance, jetzt nochmal es zu schauen, weil der Abend ist wirklich schön. Also vorhin, wo der Satz dann gesagt wurde, ich kann es fast nicht sagen, weil dann stehen mir gleich die Tränen in den Augen, weil ich liebe es einfach. Wie es dann hieß, die Festspiele sind eröffnet und die Fanfare war zu hören. Mir ging es im ganzen Körper rauf und runter, Gänsehaut. Plötzlich sprießen mir die Tränen raus. Ich denke mir, du dumme Kuh, Elisabeth. Musst ja nicht immer gleich heulen. Mich berührt mich. Ich finde es super. Klingt wirklich, als ob das für Sie auch ein Ort ist. Den können Sie, egal was passiert, gar nicht vergessen, oder? Ich liebe Bad Hersfeld. Und Bad Hersfeld, seine Festspieldarsteller. Kurz bevor es dann mit dem Eröffnungsstück Shakespeares King Lear losgehen kann, gibt es aber natürlich auch noch gute Wünsche des hessischen Landesvaters mit auf den Weg. Ich wünsche den Bad Hersfelder Festspiel insbesondere die Treue des Publikums. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und insbesondere auch Intendanten wie Herrn Hinkel, die das voranbringen, die das mit Herzblut voranbringen und die ja ein echtes Gespür für Hersfeld auch haben. Das ist das offizielle Zeichen. Die Schauspieler sind bereit, die Promis sind alle angekommen und die Fans sind auch auf ihren Plätzen. Und wir gehen jetzt im Eröffnungsstück der Bad Hersfelder Festspiele Mäuschen spielen. Ich will nun äußern, was die dunkleren Absichten in mir sind. In drei Teile habe ich geteilt das Reich und möchte nun abschütteln alle Sorge und Pflicht von meinem Alter und sie jüngeren Kräften übergeben, während ich befreit dem Tod entgegenkrabbel. Cornwall,
Was kannst du sagen, um dir ein noch größeres Drittel zu ergattern als deine Schwestern? Nichts, mein Vater. Nichts. Nichts. Von nichts kommt nichts. Also sprich noch mal. Das Herz passt mir nicht in den Mund. Unglücklich, dass ich bin. Ich krieg es nicht hinein. Ich lieb dich, wie ich muss. Genauso. Wie was? Cordelia. Ich meine, entzweite Familien. Tod und Hungersnot. Auflösung alter Freundschaften. Spaltung im Staat. Verwünschungen gegen den König. Überall allgemeines Misstrauen. Verbannung von Freunden. Auflösung des Heeres. Trennung von Ehen und was weiß ich noch alles. Seit wann bist du ein Anhänger der Astrologie? Sprich nicht so viel, als du gewusst hab, weniger als du geborgst. Reite mehr als mit dem gefußt. Lerne mehr als du meinst. Setz weniger auf den Tisch, als du gehaupst. Vor allem lass den Trank und die Hur. Und im Haus bleibe nur. Und haben wirst du mehr, als du zuerst hast geglaubst. Ihr perversen alten Hexen. Oh, meine Rache. Die wird groß sein. Es wird die Erde beben. Ha. Das ist seine eigene Schuld! Wäre er nur ruhig geblieben, hat er seinen Plan! Osthessen News. Sehen, was bewegt.